Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Heute Sonntag, morgen live im Livestream sozusagen. Ja, live im Livestream, ja, passt. Heute ist Feiertag und wir werden trotzdem spielen. Trotz alledem werden wir hier, ne, unsere Stadt weiter voranbringen. Wenn ich überlege, wie lange wir hier schon dran gebaut haben an dieser Stadt. Wie lange? Das ist ja schon ein halbes Jahr, nein, fast ein Dreivierteljahr, ne? Sind wir hier an dieser Stadt am Rumbasteln und wir haben alles selber gebaut. Na gut, fast alles. Man kann sagen, zu 80%, ne? Zu 80% haben wir alles selber gebaut, kann man wohl echt sagen. Und da kann man auch im Kontostand sehen, ne? Wir haben fast 1 Milliarde zusammen. Ist doch der Hammer. Ist doch der Hammer. Also wie gesagt, wenn ihr es nicht glauben solltet, wenn ihr meint, das ist gecheatet hier, dann könnt ihr euch die letzten, keine Ahnung, 200 Videos angucken, dann wisst ihr, dass das nicht so ist. Und wir haben jetzt 70.418 Einwohner. Ach du Schande, schön. Das läuft hier bei uns, würde ich sagen. Gar nicht schlecht. So, ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal gewesen sind, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, wir haben hier die Gebäude gebaut oder sind dabei, die zu bauen. Ne, das dauert ein bisschen, fehlt Stahl. Okay, Stahl ist noch ein Problem. War schon immer so gewesen, ne? Stahl ist schon immer ein Problem gewesen, ne? Aber ich glaube, ich hoffe mal, das kriegen wir noch hin. Hallo Danny, schön, dass du reinschaust. Guten Morgen und schöne Pfingsten. Genau. 114 Leute, das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Ich weiß gar nicht, was hast du mit hier? 37 Tonnen, ich meine, okay. Klar, viel macht auch Mist, okay. Na gut, lassen wir mal so stehen, ne? So, der Rest funktioniert, aber hier, das erste große Gebäude ist fertig, ne? Das hatten wir hier schon, ist schon bezugsfertig. Oh, die Leute sind schon drin, ne? Aber mit dem Gemecker ist das ziemlich, ne, hält sich in Grenzen, ne? 24 Leute sind nur Sportartgeschichte und 7 haben Kulturproblem und aber fast 600 Leute, die da wohnen, ich meine, ist schon nicht schlecht, ne? Ich denke mal, da kann man mit leben. So, mal gucken, was wir hier für Probleme haben. Was haben wir hier? Elektriprobleme? Aber das ist garantiert nur wieder ein Fake News, weil das hat sich garantiert wieder... Ach, Loyalität der Bürger ist zu gering. Naja, klasse. Ich glaube, da müssen wir mal... Also in unserem Campingplatz da, ich weiß nicht, ob wir da noch mal was machen müssen. So, hier, das Ding immer verhökern. Kleinvieh macht auch Mist, ne? So. Das sind auch 347.000, die wir da verdienen. So, hü, heb ab. Gut. So, hier wird gebaut, hier wird gebaut. Wie weit ist das hier? Ach, das ist noch lange hin. Ja gut, 53 Leute, ich meine 54. Ist nicht viel. So, hier oben, unser alter Alcatraz. Mal gucken, was wir hier so haben. 70 und... 2 Entflohene dieses Jahr, 7 Entflohene dieses Jahr. Ich meine, das geht, ne? Wir haben Juli. Wir hatten das schon schlimmer, glaube ich, ne? Wir hatten das echt schlimmer. Wir haben hier irgendwo auch, da genau, da haben wir noch eins mehr. Oh, 196 Leute schon drin, ne? Ist irre. 196 von 276 ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Gut, aber ich meine, Wärter sind voll. Also, ja, also, die sind auf jeden Fall da. Also, voll sind sie hoffentlich nicht. Das wäre schlecht. Das wäre schrecklich. Na gut, okay, pass mal auf. Wir haben auch gesagt, wir wollten hier nochmal ein bisschen rumrödeln an unserem Pumphafen. Der fährt weg mit 5,6 Millionen Bitumen. Und der hier ist in Gange mit Benzin. Wir haben schon 43 Millionen für Benzin. Alter, und der ist noch nicht mal halb voll. Also Benzin macht gut, da kann man gut Geld mitmachen, ne? Das funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir die Ölgeschichte noch ein bisschen ausbauen sollten. Ob wir da noch was machen sollten. Ich glaube aber eher, dass wir nochmal hier so einen Pumphafen reinbauen. Ne, dass wir das nochmal machen. Strömchen haben wir hier, ne? Wie ist das denn hier? 2,1%. Bisschen knäppelig, ne? Ich weiß nicht, wo wir Strom... Ich glaube, Strom bekommen wir hier unten her, ne? Hier ist doch, glaube ich, Strömchen. Ne? Aber mal mehr, das ist ja... Ne? Wir müssen mal kurz in den Untergrund lauern. Mal kurz gucken, wo gehen die Leitungen denn hin. Guck mal, die geht ja auf jeden Fall drüber auf die andere Seite, ne? Das ist auf die andere Seite drüber. Da haben wir auf jeden Fall Luft, wenn wir hier noch einen Verteiler zwischen basteln. Hallo Andy! Schönes Reinschaus. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Hier können wir noch einen Verteiler reinbauen, in dem hier. Dass wir den noch einmal rausrupfen da aus der Erde. Und, weil die Auslastung ist hier ziemlich gering. Also da können wir noch mehr machen. Da können wir noch mehr rausholen. Das wollen wir auch machen. Pass mal auf. So, hier so. Was für eine Taste war denn das überhaupt? Zeigt das nicht an F3. Werde ich mir nie merken. Ne? Du warst lange nicht mehr da. Da wird aber Zeit, wa? Das wird aber echt Zeit. So, pass mal auf. Wir müssen hier mal was machen. Ich würde sagen, wir werden das hier nochmal... Nur mal... Warte mal auf. So.
nur für YouTube nachgeholt. Ist auch gut so. Ja, ist gut so. So, pass mal auf. Wir haben keinen Bagger. Wir müssen wieder hier mit unser schwer vergütetem Geld hier wieder rein. Oh Mann, nur. Aber wir machen nur Minus, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Warum machen wir Minus? Ah, wir machen ein bisschen Plus, Minus. Also, ich weiß nicht. Ja. Okay, hallo Fred. Guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Warte mal, wir mal gucken hier. Wir müssen hier ein bisschen auf. Wir werden das hier ein bisschen gerade machen. So. Ne? Immer so, wenn man es kann. Ich glaube, ich bin ja richtig hier, ne? So. Und, ich würde mal sagen, machen wir das am besten. Also, so ist das schon gar nicht mehr schlecht, ne? So, jetzt gehen wir hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob das hier reinpasst. Es wird ja schon wieder dunkel. Alter, warum wird das immer jedes. Also, das ist so komisch, was wird immer dunkel. Warum? Wir werden hier ein bisschen was. So. Ne? So. Hier kommt unser Hafen hin. Da wollen wir sehen, ob wir den Pumphafen dahin bekommen. So, Röhrchen. Entladen, beladen. Was machen wir denn hier? Ja. Ölkraftstoff. Pumphafen. Da, guck mal. Da ist ein Pumphafen. Passt er hier hin? Ich hoffe mal. Der passt da nicht hin. Ich glaube. Doch. Doch. Ui. Guck mal einer an hier. Da passt er hin. 961.000. Haben wir das über? Ich glaube, dann nützt nichts, ne? Müssen wir mal durch. Mal gespannt, wann wir die Milliarden zusammen haben. Echt? Weil wir das irgendwann mal hinkriegen. Den Pumphafen. Kriegt das ein bisschen gedreht? So ein bisschen so, ne? Ja, so ist auch schön. So passt das schon. Pass mal auf. Hier machen wir einen Pumphafen mehr hin. Wop. So, der wird gebaut. Ich weiß, den bauen wir jetzt nicht selber, den lassen wir bauen, ne? Also, ne? Wir haben ja unsere Leute. Jetzt müssen wir sehen, dass wir das noch irgendwie hier verbinden. Irgendwie müssen wir das verbinden. Ein bisschen nach Röhrchen rankriegen, ne? Röhrchen wäre nicht schlecht. Dafür muss das eine Rohr weg. Ne, warte mal, ich mach mal Pause. Pass mal, ich mach mal kurz eine Pause. So, dann lass mal weg hier. Hü. Hier war Bitumen drin. Genau, Bitumen ist da. Das ist großartig. Da müssen wir nochmal ran. Wo ist das andere Schiff geblieben? Ist das schon... Ich hoffe, das ist nicht so weit gefahren. Das ist doch hier. Guck mal, meine Freunde. Hier, pass mal auf. So, da haben wir zwei... Haben wir nur zwei Schiffe da? Zwei Schiffe mit Bitumen? Das kann nicht sein. Das müssen noch mehr sein. Ich glaube, das waren mehr. Ich glaube, da muss ich mal am Hafen gucken, wa? Ich guck mal hier am Hafen. Was haben wir denn für Verbindungen hier? Mal gucken hier. Pass mal auf. Nee, tatsächlich. Sind nur zwei. Aber drei mit... Drei Schiffe mit Benzin. Wo ist der denn? Was ist, macht der denn? Der fährt doch hier hoch, ne? Ich denke, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Die sind überflüssig. Die schmeißen wir mal raus. Pass mal auf, die schmeißen wir raus. Die brauchen wir hier nicht haben. Jawohl. Verhökern wir mal. Und den hier genauso. Wir brauchen nur ein Schiff. Ein einziges Schiff, was da hin und her fährt. Weil wenn der 18.000 da laden kann... Ne, dann ist das schon eine ganze Ecke. Dann haben wir das schon nämlich im Sack sozusagen. Und die anderen beiden, die werden wir dann mal hier mal verfrachten. So. Der Hund und der Bus graben nicht. Frankie, hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Ich hätte es gesehen. Pass mal auf, dann werden wir das hier mal wegnehmen. Den Jungs werden wir gleich nochmal was anderes eintrichtern, wo sie hin sollen. Also das hat sich dann ja geändert. Weil dann werden wir die Rohre mal umlegen. Umlegen. Pass mal auf, gehen wir hier irgendwo ran? Ich hoffe mal, kommen wir irgendwo. Pass mal, wo kommen wir denn hier ran? Da kommen wir ran. Ich weiß nicht, wo die Straße ist. Ich glaube, die ist mittig, ne? Ich glaube, die ist mittig. Pass mal auf, das machen wir mal so. Das Röhrchen weg. So, das Röhrchen weg. Und jetzt bauen wir das mal hier raus. Von hier. Von hier. Weiter so hin. Auch so ein bisschen so. Und dann müssen wir das nämlich da runter kriegen. Das mal ein bisschen größer. Ach nee, warte, muss ich da hin haben, ne? Zu lang. Nein! Na gut, pass mal auf. Wie machen wir es denn? Dann machen wir es so hin. Wir müssen da eh... Ja, speichern mal schnell. Komm, hü. Hü. So, dann müssen wir das nämlich so bauen. Da mal hin. Fopp. Hallo Smirgol. Wunderschönen guten Morgen. Und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Und vielen Dank für dein Subscribe. Gottes Willen. Für 10 Monate. Ist nicht schlecht. Super. Vielen, vielen Dank. Pass mal auf, wir müssen ja noch eine Pumpe zwischen machen, glaube ich, ne? Eine Pumpe. So rum, ne? Eine Pumpe. Warum willst du da nicht ran? Was ist hier wieder los? Was ist das Problem? Warte mal. Kriegen wir das so hin? Das gefällt mir so nicht, ne? Jetzt fange ich an und werde mir... Na, pass mal auf, das bauen wir so hin. Pass mal auf, zack. Und das Röhrchen dann da ran. Das müsste doch passen, oder? Ja, klaro. Jawohl. So. Das haben wir. Bisschen Straße noch da raus. Wäre auch ganz goldig. Bisschen Straße hier raus. Ne, so ein bisschen so hier. So, so. Und zack. Und dahin. Und müssen wir das irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir das hier durchkriegen. Schade. Schade. Das wäre schön gewesen. Aber na gut. Ich meine, irgendwas ist immer, ne? Kriegen wir gar nicht raus. Doch, da müssen wir das Rohr umbauen. Hm. Ich würde sagen, das mache ich einfach mal, wa? Ich baue das Rohr mal um. Wo ist das Rohr? Das Rohr, das Rohr. Das Rohr mal wegnehmen hier. Bis dahin mal weg. Was ist denn hier los? Machst du das nicht weg, oder was? Komm, du. Komm. So, jetzt aber. Straße. Machen wir das ein bisschen kürzer. So. Dann hier ran, ne? Am besten ein bisschen dichter hier ran, so. Dann ist das nicht im Weg. Ne, da bauen wir das Rohr dann, das Röhrchen dann mal dran. Mal hier, mein Freund. So. Dahin. Jetzt müssen wir bis nach oben, ne? So. Überschneidung, Fertigung. Gut, okay, das machen wir auch mal so. So, und jetzt daran, ne? Was? Was ist? Was ist denn hier los? Hallo? Warum willst du das hier nicht machen? Jetzt vielleicht eventuell... Überschneidung mit Fahnen. Was bist du denn? Habe ich was Verkehrtes genommen? Nee, ne? So, und jetzt... Warum will er da nicht ran? Sag mal, ist das komisch. Mal, nehmen wir das komplett weg hier, ne? Hat das ein bisschen schwierig, das... ein bisschen Probleme, das wegzumachen. So, machen wir es eben so rum. So. Rohr ist dran. Das müsste jetzt gehen. So, jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen Strömchen hier, ne? Aber Strom, habe ich ja gesagt, wir wollten das eigentlich von hier drüben holen. Aber hier ist ja Strom. Hier ist ja Saft. Warum ist das nicht hell? Ein bisschen Licht wäre super, ne? Da würde ich echt mal sagen, das wäre echt, ne? Würde ich toll finden. Strom. Wo haben wir den Strom hier? Da. Strom. Wupp. Und zwar... Was ist das für ein Kabel? Ist das was Fettes, Dickes hier? Glaube ich ja, ne? Mal gucken, wo das hingeht. Hm, wo geht denn das hin? Bis dahin? Okay, bis dahin. Was ist denn hier eigentlich? Ich glaube, hier ist ein... Mal gucken, was ist denn das hier? Ja, siehst du, habe ich mir fast gedacht. Da ist ein Verteiler, du. Da können wir nichts dran rumrödeln. Haben wir nur die drei Anschlüsse? Mehr ist dann nicht. Das war echt mager, ne? Frankie, hast du die Nacht heller gemacht? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Muss so gehen. So, pass mal auf, das war diese, ne? Die sollen wir haben. Ich will die aber einmal kurz... wenn ich die jetzt abreiße, ne? Ja, warte mal, ich muss die machen, ne? So. Das sieht besser aus. Wupp. Pass mal ein bisschen weiter hierher. Vielleicht kriege ich hier noch einen Verteiler ran, ne? So ein Dingsbums-Dingsteil da, so. Problem, Frage ist nur, wohin, ne? Am liebsten hier so rein. Das klappt aber nicht, weil da ist irgendwie eine Leitung. Dann müssen wir es hier machen. Weil man muss in die Straße. Da oben ist die Straße. Müsste so rum, ne? So rum müsste das hin. Bauen wir mal so hin. Zack. Käbelchen. Nehmen wir mal weg. So, und das Kabel. Das war das hier, ne? Hier mal ran. Hopp. Und das Kabel von da noch. Das geht nicht. So, und dann dahin, ne? Da, siehst du, aber geht doch. Wusste ich doch. So, und das andere Kabel werden wir auch mal unterirdisch durch die Gegend legen. Mal sehen, ob wir das da durchs Wasser bekommen. Wir müssen das nämlich auf der anderen Seite kriegen. Ja, logisch. Ohne Probleme. Kein Problem. Geht alles. So, und da nochmal so ein... auf, wie rum passt das dahin? Passt natürlich nicht dahin, weil... Aber dann so rum, ne?
So, hup. Dahin. Zack. So, verbunden. Passt doch. So, und wieder hell. Es ist hell. Ach, wie schön. So, macht das fertig. Jetzt müssen wir hier Pumpe pumpt. Ohne Stromversorgung. Geht aber gleich los. Eine Sekunde. Ja, hier siehst du. Guck mal. Guck mal einen an. So. Was haben wir hier? Bitumen. Quatsch. Ja, Bitumen. Ja. 192 Tonnen. Er ist natürlich jetzt nicht so der Burner, ne? So, jetzt müssen wir den Jungs mal Bescheid sagen, wo sie hin müssen. Machen wir erstmal den hier. Pumphafen. Ja, das ist doch schon mal, ne? Pumphafen, Benzin. So, Speicher. So, das sollen wir gleich nochmal rausnehmen. Wir werden gleich nochmal ändern. Und das hier ist der, warte. Gebäude transparent. Ach, da können wir noch ein Schildchen dranhängen. Ich glaub's ja nicht. Ein neuer Pier, genau, Frankie. Ein neuer Pier. So. Dass sie sich nicht in meine Haare kriegen, weil das wäre jetzt auch egal gewesen. Ich habe jetzt die ganzen Schiffe rausgenommen. Hätte auch funktioniert. So, was haben wir denn hier? Bitumen. So. Die sollen ja auch mal weg, ne? So, haben wir. Jetzt haben wir da zwei Schiffe laufen. Ich glaube, ein Schiff hätte gereicht, ne? Neuer Stopp. Hier hin, zack. Bitumen, Benzin nehmen wir raus. Wupp, fertig. So. Beladen mit Bitumen natürlich. Speichern. So, haben wir. Jetzt sind sie auf dem Weg dahin oder wie auch immer. So, und der kriegt sein Benzin hier rein. Ja, so viel Benzin produzieren wir gar nicht, ne? Es ist echt mager. Also da könnten wir noch ein bisschen was rausholen, glaube ich, ne? Aus der so Benzinproduktion. Ich weiß nicht, was sind denn Leute drin? Ja, ich meine, das ist ja, ne? Viel zu wenig. Ach man, da kommt jetzt gerade ein Schwung. Da kommt jetzt gerade ein Schwung. Sekunde. Geht da los. Mein Sound ein bisschen leiser, so, ne? So müsste gehen. 370 Leute. Aktueller Produktionsdurchsatz, Vollgas voraus. Alles, was geht. Großartig. Was haben wir denn hier für eine Kreuzung, sag mal? Warum stehen die hier rum? Weil hier ist nix. Hier ist nix. Okay, pass mal auf. Jetzt haben wir aber. So, hü. So, ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Okay, das war ja ein richtiger Stau, also, ne? Das war ja wirklich Schlimmes. Was ist denn das hier für ein Rohr? Das ist doch... Was ist denn das für ein Rohr? Ach, das brauchen wir gar nicht, ne? Das ist ein flüssiges Rohr, ein überflüssiges Rohr. Das brauchen wir gar nicht mehr. Warte. Das Rohr mal wegnehmen hier. Das braucht gar nicht mehr hier sein. Das brauchen wir gar nicht mehr. Oh, wie schön. Das können wir mal wegnehmen. So, hier weg. So, zack. Das wird verteilt. So, wunderbar. Das geht hier rein, ne? Öl ist auch knapp, ne? Wir müssen ja mal wegen Öl gucken. Ich wollte ja auch noch gerne wegen, ne? Weil ich weiß nicht, ob das hier reicht. Jetzt der Produktionsdurchsatz wieder so gering. Aber ist noch nicht am Meckern, dass nicht genug Öl da ist. Also das ist noch nicht der Fall. Aber ich fürchte fast, das ist bald soweit. Weil da ist nicht mehr viel über. Also der pumpt da, also da saugt da wirklich alles raus. Und vor allem, die wollen auch noch ein bisschen Öl haben, ne? Und er hier ja auch, ne? So ein bisschen auf jeden Fall. Ein Gebäude brennt. Ach du Himmel, was brennt denn da? Eine technische Dienstleistung, wo brennt die denn? Oh, warte mal, schnell mal gucken, wo es ist. Ach, hier unten, na gut, da. Da haben wir ja, nicht? Da haben wir Rettungskräfte, die sind gleich um die Ecke. So, hier flutscht das auch sozusagen. Was haben wir denn gerade? Wir haben Juli. Oh, ist bald so weit, dass wir hier ernten müssen, ne? Ach du Himmel, ja, stimmt. Dann ist das hier wieder, ne? Katastrophe hoch 12. Dann bin ich ja wieder gespannt. Danny, da lässt sich auf deiner Ölplantage bestimmt noch was nachbohren. Nee, ich glaube nicht. Ich fürchte nein, weil wir haben das Ding voll ausgereizt. Wir können mal gucken hier. Hier. Da haben wir sie. Und wir haben laut Karte, wenn ich jetzt mal die Karte mache, pass mal auf die Karte. Ja, warte Sekunde. Karte mal ganz groß machen. Hier ist es nämlich und da haben wir Öli. Ja, da haben wir so ziemlich alles abgegrast. Also viel mehr ist da nicht mehr. Das ist übersichtlich, was wir da noch rauskriegen.
Nicht? Also das ist wirklich übersichtlich, was wir da noch so rausgesaugt kriegen. Vielleicht, ja, gut, vielleicht hier hinten eventuell da noch ein bisschen was, da noch ein Pümpchen mehr. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube mal, wir müssten ein neues Fass anstechen sozusagen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine voll dumme Idee, weil hier drüben ist zum Beispiel Öl, hier drüben. Und wenn wir das Öl hier, ja, wenn wir das sozusagen hier zurückfahren zum Pumphafen, ne, und dann abladen und das Öl in der Raffinerie benutzen, das wäre doch auch nicht schlecht. So. Mit Fracking würde noch was gehen. Ach, nee, ich weiß nicht. Wird das? Hier ist auf jeden Fall viel Wasser. Pass mal, wo ist denn hier Öl? Öl müsste hier irgendwo sein. Öl! Ja, pass mal auf. Wo haben wir denn Öl? Öl ist da. Kohle, 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 was machen wir? Was machen wir? Ist alles leer. Okay, habe ich alles rausgeschmissen. Ölbümpe, da ist er. Da ist die Bümpe. Oh, hier, guck mal. Hier ist ein bisschen. Oh, hier ist ein bisschen Öl. Hier, da. Oh, hier, da. Guck mal. Oh, hier, da. Was haben wir denn? 56%, 60%, 63%, 59%. Also, wir können hier ein paar reinstellen. Wir benötigen natürlich flaches Land. Da müssen wir erstmal so ein bisschen begradigen. Oh, guck mal hier, da ist ja. Das ist doch schon ein ziemlich großes Feld, ne? Muss ich mal sagen. Das ist schon ordentlich was. Das ist schon ein größeres Feld. Da können wir auch was machen. Ich würde mal sagen, das machen wir auch. Oder nicht? Ich glaube schon, ne? Da holen wir ein bisschen mehr Öl raus. Weil wenn wir, dann wollen wir das hier richtig ausbeuten. Ja. So, was los hier? Seid ihr schon unterwegs? Sieht aber dein Haus, ne? Die sind, ach doch, sie sind im Gange hier. Die sind im Stress. So, er fängt an. Siehst du, er fängt an zu arbeiten hier. So, Hü, mach hin. Ach, jetzt kommt der Kram hier raus. Schön, herrlich, herrlich, herrlich. Warte mal, jetzt können wir auch nochmal bevor gucken, bevor das Geld knapp wird. Ich glaube auch, ja. Da müssen wir echt zusehen. Haben wir jetzt endlich mal ein Plus? Oh, wir haben ein Plus. Cool. Das wird doch mies. Ich weiß nicht, ob wir da. Manchmal unsere Bilanzen. Lass mal kurz gucken. Letzten Monat hatten wir gut 14,3 Millionen plus. Dieses Jahr 118 Millionen, letztes Jahr hatten wir 77,9 Millionen plus. Ich meine, das lässt sich mit leben, ne? So, was haben wir in Kriminalität? Leichte, mittelschwere hast du nicht gesehen. Gericht kann kein Urteil fällen. Einer. 31. 1%. Okay, weißt du was? Das ist alles noch super. Da kannst du nicht meckern. Tourismus haben wir denn immer noch 3-0, ne? Aber na gut. Was haben wir denn? Zurückkehrende Touristen 16.000. Letztes Jahr. Dieses Jahr hatten wir richtig. 9.000 etwas. 11.500 wollen einreisen. Da ist keiner, der vorzeitig beendet hat. Sehr schön. Hier auch. Keiner, der vorzeitig. Und kein Todesfall. Aber hier, ne? So wird ja schon die Geschichte. Ich meine, die haben, glaube ich, ein bisschen viel, ne? Wodka und so ein Scheiß. Hauen die sich rein. Oder was weiß ich. Bremsflüssigkeit oder was die sich laufen da. Keine Ahnung. Was haben wir denn sonst noch? Wir wollten mal gucken hier. Da müssen wir gucken. 121%. Produktivität. Ist das nicht super? Ich würde sagen, das bei uns läuft es. Bei uns läuft es. Das ist so 900 bei Mutti-Wohner, aber die sind auch bald weg, sozusagen. Wo war das jetzt? Das war hier, ne? Und hier können wir doch wunderbar und vor allem Strom haben wir hier vorne. Wenn das nicht regnen würde, würde das alles super sein. Wenn das nicht regnen würde. Hallo, wenn das nicht regnen würde. Der hört nicht. Furchtbar. So, mal gucken, wo Öl war. Ach genau, Öl war hier massenhaft. Da tonnenweise in der Mitte. Ach, wie schön. Das Problem ist aber, glaube ich, wenn das hier brennt, ne? Ach, wir haben Feuer, haben wir ja. Also hier können wir was machen. Jetzt müssen wir mit dem blöden Nebel aufhören. Ja, das wird besser, ne? Das, ja. Ah, siehst du, guck mal hier. Das ist doch schön. So wollen wir das haben. Ich mache mal auf Pause. Frankie, jetzt nur noch 100% Loyalität und alles wird gut. Na gut, 100%, das schafft man ja nicht. Das ist ja fast unmöglich. Wo haben wir das eigentlich? Wo steht denn das? Steht denn das überhaupt? Was haben wir hier denn? Geburten 1500 und Todesfälle 900 unterhalb. Das ist doch gut. Ne? Also das muss ich mal sagen. Fluchten und... Oh gut, okay. Ein paar Fluchten. Ja. Komfort. Wo steht die Loyalität? Wo hatten wir das denn hin? Kann ich das nicht sehen oder was? Ach, da. Da, siehst du, genau. Schön. Ja, was haben wir denn hier? Loyalität. Mal gucken, was haben wir hier? 75%. Das ist doch gar nicht schlecht. Ganz auf 100, glaube ich, kriegst du das nicht. So, pass mal auf. Wie sieht denn das hier aus?
Gottes Willen, das sieht ja katastrophal aus. Glatt machen können wir hier auch nichts, ne? Wir begradigen mal ein bisschen. So ein bisschen. Ah, ich habe keinen freien Baum, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt muss ich das wieder Geld. Pass mal, ich nehme die Dollaris. So. Ach, hier, guck mal. Ja, das sieht doch nach was aus. Kriege ich das auch größer, das Ding hier? So, ja, wunderschön. Oh, Mensch, guck mal. So. Das ist noch ein Berg. Mensch, das. Ich begradige nur so ein bisschen, ne? Also nicht dolle. So. Hier soll irgendwo ein Hafen hin. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ah, so. Und, na, die Elite hat bestimmt 150%, Frankie. Ja, bestimmt. Da gehe ich von aus. Und wenn nicht, dann... weiß ja, ne? Wird gekürzt. So. Green. Grün ist hier oben. War nicht so richtig, aber hier, ne? Hier fängt es langsam an. 51%. Bups, da haben wir einen. So, pass mal auf, wir wollen das mal richtig ausmisten hier. Pass mal auf. 69%, das ist gut. So, nächste. 71%, ui. Jetzt geht's richtig rund hier. So, pass mal auf, hier ist ein bisschen rot. Rot. Hier und dahin müssen wir. Da ist noch einer. Ich habe es mir gar nicht gesehen, wie hoch das war. So, was haben wir hier? 58. Ich brauche ein bisschen. Na, hier ist dann schon Ende, ne? Hier ist aber hier, und hier kriegen wir noch einen hin, eventuell. So, 47, na gut. Fred, Waldöl. Ganz schön abgelegen, aber Zover Landwirtschaftsbau Bergwerk GmbH macht das schon. Ja, genau. Wir kriegen das schon hin. Wir haben schon ganz andere Sachen nicht, ne? Weißt du. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel das war. Super. 53, nehmen wir auch nochmal hier. Ach cool, das ist doch echt nicht schlecht. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Stück, wir kriegen mal 3 an einen, ne, glaube ich. Oder? 3, da fehlt noch einer. Wir können noch einen mehr machen, glaube ich. Irgendwo. Mhm. 47, 48, da ist eine tote Hose. 50, so, pop, hier. Das kriegen wir alles aus der Erde rausgerissen. Wäre wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Das wäre doch wohl gelacht, wäre das doch. So, Krudemine, pass mal auf. Raffinerie. Röhrchen, da. Vor den 300 Folgen warst du aber geizig mit den Pumpen. Ja, ist klar, da war auch kein Geld da. Nicht? Wenn du geguckt hast, war auch kein Geld da. Man konnte da nicht so groß was reißen, sozusagen. Weil wir wussten, der Eingang ist da. Guck mal hier. Da hast du die beiden und die beiden. Die kriegen wir hier rangerumpst. Wie weit geht mir das hier raus? Bis dahin, ne? So, boop. Jetzt haben wir die dahinter. Das ist natürlich sehr, sehr. So, jetzt hier wird es passen. Warte mal, nee, pass mal auf. Bergwerk GmbH. Achtung. So, guck mal, so macht man das nicht. Wo war das jetzt wieder hin? Da. So, wie kommen wir den raus? Hier bis dahin. Dann kriegen wir den und den vorne. Die. Jetzt haben wir noch 3 Stück. Die hätte ich gerne da vorne, den da hinten gehabt, ne? Wie weit kriegen wir den denn? Bis dahin. Würde klappen. Dann müsste der nämlich dahin. So. Und dann müssten wir haben, wir haben jetzt 1, 2, 3 Pumpen. Dann müssen wir nochmal eine Pumpe. Ja, ist die Frage, wie weit wir denn den rauskriegen, ne? Ich glaube, hier kriegen wir einen hin. Da eine Pumpe hin. Das Rohr muss dann heraus. Und dann haben wir... Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube eher, das reicht nicht. Es doch, müsste reichen. Wenn hier der Hafen hinkommt, dann müsste das funktionieren. Danny, wäre ein toller Job für das fehlende Helikopterbaubüro. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal, das Thema. Das klappt ja hier nicht. Das funktioniert ja. Ich habe ja keinen Platz. Ich weiß ja nicht, wohin, wo wir die Leutchen da rausholen sollen. Wo wir das Material rausholen sollen. Das nehmen wir doch mal weg hier. Pass mal auf. Dann haben wir dit und dit. So. Erstmal verkabeln hier. So. Das kommt. Ich habe den verkehrten genommen. Ich habe den verkehrten gebaut. Ich glaube das nicht. Ach, wir hätten den anderen bauen sollen. Ah. Naja. Gut, dann nehmen wir das doch mal wieder weg. Ist doch kein Problem. Pass mal auf. So. Das weg. Jawohl.
das weg, jawohl. Und der auch muss leider weg und der muss leider auch weg. Ach Mist. Wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Halt. Speicher. So, warte. Das Rohr, das kann ruhig bleiben, das können wir gleich mal wieder einsetzen. Wir brauchen ja den hier, den anderen. So einen brauchen wir da. So sieht die Welt schon ganz anders aus. So, der muss auf jeden Fall dahin. Jetzt weiß ich nicht, wo man da nicht rein will. Pass mal auf, weil er zu lang ist, glaube ich. So. Den hier. Der kommt dahin für die drei. Dann haben wir was gesagt. Der hier unten, der kommt dahin für die anderen drei, nicht? So. Das Rohr nochmal weg hier. Und dann den hier. So. Müsste klappen. Dann haben wir gesagt, noch einen mehr hier unten runter, ne? Damit wir die beiden zum Beispiel verbinden können. Bis. Wie weit kommen wir denn? Ich muss bis, ein bisschen zurück auch. So. Dahin. So. Das sollte weg, ne? Braucht da nicht hin. Das war richtig. Rohr von da hier hin. Hügel für unsere Verhinderung. Ist gelogen. Stimmt ja gar nicht. So, da nochmal ran. Hier ran. Überschneidung vorhandener Konstruktion. Was? So, jetzt aber. Das klappt so. Und das muss, das Ding muss hier rein. So. Haben wir verkabelt. So, jetzt müssen wir den hier noch holen. Da rein. Hügel verursacht. So, da aber nicht. Sind wir jetzt, haben wir jetzt irgendeinen übersehen? Eins. Zwei. Warte. Eins, zwei, drei. Der muss da noch mit ran hier. Mach mal strammer hier. So. So, einmal da über. Sag mal, einmal über weg wäre gar nicht schlecht, ne? Na komm. So. Und dann Dorin. So. Haben wir das auch? Dann muss der hier. Doch, der Hügel ist im Weg. Da nehmen wir doch mal, ne? Ratzifatzi den Bulldozer und das ist jetzt auch wieder in Ordnung. Ich rutsche mal ein bisschen dichter ran hier. So. Warte mal, Röhrchen. So. Dahin. Passt nicht. Zu scharfe. Was? Wieso denn zu scharfe Kurve? Willst du mich verkohlen? Okay, geht doch. Was willst du denn? So. Jetzt müssen wir bloß den hier oben noch runter fummeln. Haut sogar hin. Ich glaube das ja nicht. So, dann haben wir das. Jetzt kommt ja der Pumphafen noch hin. Der Pumphafen. So. Wenn er denn passt. Natürlich passt er nicht, weil. Hier drüben haut das nicht hin. Der muss irgendwie so da rein. Also ich muss ein bisschen Land wegnehmen, damit ich hier. Es muss eingepasst werden. Es muss eingepasst werden. Kriegen wir aber hin. Warte mal, eine Sekunde, das war doch der hier. So. So. Müsste so gehen, ne? Jetzt müsste der Pumphafen eigentlich reinpassen. Wo ist er jetzt hier? Da. So. Da passt er doch gut hin. So, unser Pumphafen. Wunderschön. Jetzt muss das Rohr natürlich noch da rein. Oh. So, Hügel versucht und ja, ich weiß. So, aber jetzt. Hm? So, ja, genau. Das haut hin. Das ist auch schon drin. Okay, das war Automatik. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt alles angeschlossen, ne? Ich glaube, da ist jetzt alles dran. Danny, da müsste auch mal jemand nach dem Filter schauen. Gerade bei Rohöl. Filter? Filter? What? Bin jetzt nicht mit. Bin jetzt nebenbei. Warte mal, da ist Strom. Strom läuft dahin. Das können wir dann nämlich raussammeln und dann per Erdkabel hier rüber jagen. Ach, warte mal, das geht gar nicht. Was machen wir denn hier für einen Blödsinn? Was bauen wir denn für einen Mist? Wir müssen erstmal ein Lager haben, sag mal. Warum sagt das keiner? Doch, wir müssen ein Lager haben. Das geht so nicht. Warum hat das Lager eigentlich nur einen Eingang? Ach nee, ja, zwei. Siehst du, guck mal da. So. Ja, Mensch, hier, ne? Das müsste eigentlich da hin. Das müsste erst hier rein. Was machen wir denn hier für ein Blödsinn? Rohr abbrechen. So, das weg.
Das Rohr auch weg. Probiert das hier nicht. So. Ich bin wieder viel zu hoch. So. Da nochmal runter. Hab das Rohr im Lager vergessen. Alter. Das Lager. So, Problem ist natürlich mit Straße, aber ich glaube, Straße ist ja ziemlich Wurst, ne? Das ist ziemlich egal. Ich hoffe, ich kriege das hier rein. Ich hoffe, das passt hier rein. So. Hätte auch besser sein können, aber egal. Nehmen wir so hin. Ich mache das Rohr. Kriegen wir das? Das kriegen wir bestimmt hier rein, ne? Ja, geht bestimmt nicht, weil. So, jetzt aber doch. Ah, ich wusste das. So, jetzt kommt. So, und der muss jetzt da rein. Das passt auch. Siehst du wohl. Die Grütze aus dem Boden kommt bestimmt verunreinigt hoch. Ach, meinst du das? Das glaube ich nicht. Das Zeug wird ja noch verarbeitet. Da wird ja nicht, das wird ja noch, ne? Deswegen haben wir ja die Raffinerie. Die drücken das nicht durch den Filter durch. Das glaube ich nicht. So, pass mal auf. Jetzt haben wir das angeschlossen. Jetzt kriegen wir das Öl nämlich da raus. Ist doch Hammer. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Strom, ne? So ein bisschen Strom ist schon echt cool. Das werden wir einfach mal hier wild durch die Gegend hinsetzen. So, die Frage ist, was haben wir anders an Saft? Guck mal, der nimmt ja schon mal die Hälfte, ne? So, wenn wir den hier hinsetzen einmal. Was haben wir hier oben noch? Das nimmt der mit, ne? Das nimmt er nicht mit. Also müssten wir einen haben, der oben hier, der muss irgendwo hier sitzen, muss er. Der muss irgendwo... Da muss er hin. Okay. So müssen wir es machen und dann müssen wir da noch Saft hin rüberkriegen, irgendwie. So, das müssen wir von den drüben machen. Das machen wir nämlich hier. So, von hier nämlich. So, und zwar... Kleines umspannende Werk. Ja, wir können das auch... Ich weiß, es ist ein bisschen doof gebaut, ne? Es ist ein bisschen doof gebaut. So. Machen wir so. Was ist das für eine Leitung? Ist das die? Ja, tatsächlich. So. Dahin. So, dann müssen wir den anderen Ding. Das kriegen wir so nicht darüber, ne? Das funktioniert nicht. Der Boden ist zu groß. Macht aber nichts. Dann nehmen wir das Untergrundkäbelchen. So. Das können wir auf jeden Fall dahin legen. So. Dahin. Und von da brauchen wir noch einen Verteiler wieder, ne? Das nützt ja wieder nichts. Da kommt mir wieder ein Verteiler hier rein. So. Auch wenn es nicht ist, ja nicht, ne? So. Jetzt brauchen wir nämlich hier wieder den. Den einmal dahin. Einmal hier rüber. Und den einmal da oben hin. Wenn es dann klappt. Jawohl. So. Haben wir. Nun ist da auch Strom. Höchstwahrscheinlich. Es wird auch schon wieder dunkel. Das kommt bleifrei aus dem Boden. Ja, bestimmt. Allerfeinste Premium-Qualität. Genau, Fred. So soll das sein. So, mal, wie ist hier denn Saft? Jawohl. So, ist drin. Die Pümpe pümpt. Großartig. Ja, plus minus. Die versucht wir auf jeden Fall zu pumpen. Es ist schwierig, ne? Weil. Warum? Weil ist doch Saft hier, also. Brauchen die so viel Strom? Das ist doch alles Tutti. Hier auch. Gebäude sind Strom. Ich weiß nicht, warum das so ist. Weil hier ist Saft da. Brauchen wir noch eine mehr? Da ist schon wieder Saft weg. So, wie ist das hier vorne? Strom ist da. Ja, die brauchen vielleicht ein bisschen Saft, ne? Das läuft hier gut. Also hier läuft es gut. Mit dem auch. Wie weit sind wir hier denn mit? Das dauert noch ein bisschen, ne? So. Vielleicht noch einen Verteiler mehr bauen, wa? So. Schwatt wie die Nacht. Aber ich meine, nichts Schlimmeres. Hier muss noch ein Kabel mehr ran. Also ein bisschen Strom mehr. Also das kriegen wir jetzt nicht hin. Da müssen wir erstmal warten, bis es hell ist. So. Aber die Zeit ist wieder durch. Ich bin voll verschlafen. Meine Güte. Dann sage ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, kennt das Spielchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Ciao.